Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, und das sind ja brisante Entwicklungen, die wir das letzte Mal erlebt haben, dass hier einzelne Soldaten tatsächlich meutern, revoltieren. Ja, dem ist so. Hier, man sieht es, welche von den Soldaten Pops entsprechend jakobinische Rebellen sind. Überall. Und zwar in Größenordnungen. Das ist zwar so in diesem Kleinkram jetzt nicht lebensbedrohlich oder existenzbedrohlich für das Kaiserreich, für den Kaiser, aber es zersetzt doch extrem unsere Wehrkraft, das muss man mal sagen. Wenn jetzt hier im laufenden Band unsere Korps minimiert werden, dann muss dann nur einmal eine Kriegserklärung kommen und dann, ja, dann haben wir hier vielleicht ein Drittel, sind wir schwächer, als wir sein könnten. Und das kann doch schon bei einem Zweifrontenkrieg Russland-Frankreich von Belang sein. Insofern denke ich, wir schauen uns mal an, was wollen denn eigentlich unsere Pops hier? Was wollen die denn? Ich habe mal hier nur die Soldaten ausgewählt. Alle abwählen, nur Soldaten anwählen. Und wir sehen erstmal, sie sind zu großen Teilen liberal, dann an zweiter Stelle konservativ, 25% von ihnen. Und das Hauptthema, was wir überhaupt beeinflussen können, ist freie Presse. 20% wünschen sich freie Presse. Der Rest liegt eigentlich auf unserer Linie. Staatskapitalismus, Residenz, na gut, passables Schulrecht, aber das ist nur 5%. Das könnte man auch machen. Pro-Militärinterventionismus, Hurra-Patriotismus, das ist alles nichts, was gegen uns spricht. Und was wir aktiv verändern können, ist wirklich freie Presse. Wir können uns hier nochmal konkret die angucken. Wir haben hier vor allem jakobinische Rebellen. Hier sehen wir die einzelnen Pops und das sind schon verdammt viele. Die wenigsten sind für gemeinsame Schule, freie Presse. Tja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man jetzt diese... Ah, hier sehen wir es. Aber die größten Probleme, die auch die jakobinischen Rebellen sehen, ist die freie Presse. Oh ja, 43%, 46%. Wahnsinn. Gut, ich denke, unter diesen Voraussetzungen wird dann auch in der Reichsregierung notgedrungen man zur Überzeugung kommen, dass man hier doch was tun muss. Deshalb werden wir jetzt hier die freie Presse einführen. Das hat Konsequenzen. Wir werden, das politische Bewusstsein steigt weiter an. Der Alphabetisierungseinfluss, das ist positiv, erhöht sich. Die Attraktivität für Einwanderer erhöht sich. Allerdings haben wir 25% weniger Unterdrückungspunkte. Ja, gut. Wie auch immer, also besonders die Soldaten wollen das, dann ist das eben so. Ziehen wir es durch. Gut, bin mal gespannt, was das jetzt für Auswirkungen hat mittelfristig, ob das wirklich spürbar ist. Ich werde erstmal noch nicht die Korps ersetzen, ich will erstmal abwarten, ob es weitere Rebellionen gibt, sonst wird mir das alles zu kleinteilig, zu viel Fummelkram. Große Entdeckung, Feindschiffskarten. Diese bebilderten Karten zeigten sämtliche Leistungsdaten aller feindlichen Schiffsklassen. So konnte man einfach ermitteln, welchen Gegner man vor sich hatte, was seine Maximalgeschwindigkeit und Hauptbewaffnung war und so weiter. Dies erleichterte die Entscheidungsfindung auf der Brücke und auf den Kampfstationen ungemein. Erhöht die Flottenorganisation. Sehr schön. Wir wollten auch hier ein bisschen Beziehungen verbessern. Ebenso in der Schweiz. Das machen wir dann. Und gucken dann mal weiter, was ist hier mit Österreich-Ungarn los? Vertraut. Russland ist vertraut, aber steigert nicht weiter. Das ist insofern nicht ganz so dramatisch. So, unsere zweite Transportflotte ist inzwischen auch fertig gebaut. Das ist erfreulich. Und eine weitere große Entdeckung. Akademische Ausbildung. Dies bedeutete, dass es für eine Offizierslaufbahn nicht länger ausreichte, aus einer Adelsfamilie zu stammen. Vielmehr musste man auch über eine formelle Ausbildung verfügen, die möglichst Universitätsniveau hatte. Dies war einer der wichtigsten Hintergründe für die Professionalisierung des Offizierskorps. Auch hier Flottenorganisation. Es war ja tatsächlich so, dass die Flotte gerade eine Aufstiegsmöglichkeit, sag ich mal, für bürgerliche Kreise war, während die Offizierstellen in der Armee doch noch sehr stark von den alten großen Familien beeinflusst wurde. Tunis ist bankrott, okay. Wir bekommen einen Kriegsgrund gegen Tunis. Schulden tilgen. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, was in Tunis los ist.
ist eine zivilisierte Nation und ist verbündet mit dem Osmanischen Reich. Ja, das werden wir jetzt nicht forcieren. Dazu ist Bismarck zu sehr Friedenspolitik. Alles gucken wir doch mal in die Zeitung, was hier mal wieder los ist. Angst in Bastar. Ein Land, das uns jetzt hier gar nicht weiter unter die Finger gekommen ist. August Strindberg veröffentlicht das rote, wie hieß nochmal das Buch? Das rote Zimmer? Ich weiß nicht genau. Oder das rote Haus. Ich habe es sogar gelesen, aber das vergessen. Sehr lesenswert im Übrigen. Ansonsten nicht viel, viel Internationales, was weit weg ist und uns nicht weiter stört. So, das stört uns Großbritannien nicht. Das ist gut. Schweiz steigen wir langsam an. Schweden haben wir auch bald wieder 100%. Keine Konkurrenz. Außer hier in Österreich-Ungarn. Okay. Wenn ich recht sehe, will Holland gegen Oman ein Casus Belli durchsetzen. Hier. Na gut. Sie sind unsere Verbündeten, unsere Sphäre. Da werden wir erstmal uns nicht einmischen. Oh, und bei Sphärenmitgliedern gab es Rebellen, aber da kommen jetzt inzwischen die Österreich-Ungarn selbst mit klar. Standard-Kapergruppendoktrin. Diese Doktrin ermöglichte es Schiffskampfgruppen, andere Schiffe auf den Seestraßen zu jagen und zu versenken. Erneute Erhöhung der Flottengeschwindigkeit. Und ich frage mich, hat sich denn... Oh, schaut mal. Die jakobinischen Rebellen sind quasi nicht mehr existent. Das heißt, das revolutionäre Problem hat sich damit mehr oder minder erledigt. Ich bin gespannt, ob sich das wirklich auch auf den Wahlen, auf die Wahlen mal auswirkt. Bisher hat sich hier nicht viel verändert. Naja. Gut, okay, aber sehr schön. Ich denke, dann sind wir in der Lage, gucken uns das mal bei den Armeen an. Tatsächlich, die gesamten jakobinischen Soldatenpops sind verschwunden. Das heißt, wir können jetzt hier mal Stück für Stück wieder unsere Armee, unsere Korps vervollständigen. Ist ein bisschen Fummelarbeit jetzt. Ja, hier brauchen wir sogar drei Artillerie. Vielleicht machen wir das als letztes. Machen wir erstmal hier. Hier brauchen wir eine Artillerie. Gucken wir mal. Am besten will ich das nämlich immer gleich vor Ort erledigen. Dann wissen wir gleich, wo es lang geht. Ich will nur mal gucken, habe ich dort ja den Wegpunkt, den will ich deaktivieren. So, was fehlt hier? Hier fehlt eine Artillerie. Können wir hier irgendwo was bauen? Hier nicht. Oh, hier gar nicht in der Nähe. Dann wird es doch nervig. Puh, dann muss ich es mir irgendwie merken. Doch, hier ist eine Artillerie möglich. Weshalb ich das mache, wenn ich das über diesen Bildschirm mache, dann kommt die Artillerie halt irgendwo, taucht die auf und ich muss dann wieder mühselig gucken, zu welchem Korps die eigentlich gehört. Hier fehlt uns auch eine Artillerie. Schauen wir mal, ob irgendwas in der Nähe ist. Ich gucke hier mal unten auf diesen kleinen Wert, falls ihr nicht wisst, was ich jetzt hier eigentlich durchklicke. Aber finde hier nichts im Umkreis. Das ist ja frustrierend. Vielleicht hier oben. Auch nicht. Ne, der muss ich jetzt doch zählen. Also dann müssen wir es so machen. Also hier eine Artillerie, dann ordne ich das später mal zu. Das wird sonst zu viel Micromanagement. Hier drei, das heißt vier Aris. Wie sieht es hier aus? Hier sind wir vollständig, hier sind wir vollständig. Hier sind wir vollständig. Nee. Hier fehlt eine Infanterie. Hier sind wir vollständig und hier sind wir vollständig und hier unten, da fehlte doch auch irgendwas. Auch nochmal eine Infanterie. Also zwei Infanterie und drei Artillerie habe ich mir jetzt gemerkt. Aber hier können wir auch eine Armee bauen, sehr schön. Ah, dann werden wir hier mal gleich einheimische Infanteristen rekrutieren. Nehmen wir mal diese normale Infanterie hier, sehr schön. So, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen will. das war ja klar. Ich glaube, irgendwie drei Artillerie oder so. Eins, zwei, drei. Und eine Linieninfanterie. Und dann ordne ich das später nochmal in Ruhe zu. So, wir haben wieder
Möglichkeiten, Beziehungen zu verbessern. Das machen wir mit Italien auch. Wie sieht es denn überhaupt aus mit der Schweiz? Wir haben 31. Okay. Ja. Ist eher so ein Nebenprojekt, hat jetzt keine absolute Priorität. Unsere Einnahmen sind relativ gering, beziehungsweise schwanken. Aber auch das kann jetzt wieder mit dem Bau der Einheiten zusammenhängen. Nachtmanöver. Nachtmanöver mit großen Schiffsverbänden steigerten die Leistungsfähigkeit der Marineeinheiten unter harten Bedingungen, bereiteten Marinekommandeure besser auf die besonderen taktischen Bedingungen in der Nacht und bei Nebel vor. Auch das steigert die Flottenorganisation. Ja, und wie ihr seht, wir sind echt beim Maximum angekommen. Aber ich glaube, überall wo es geht, erweitere ich schon die Marinestützpunkte. Das ist auch der nächste Flaschenhals. 81 sind die meisten, glaube ich, fertiggestellt. Was haben wir hier? Militärzugang vom Zarenreich. Warum sollten wir das tun? Sie sind im Krieg mit Sokoto. Ja, absurd, dass sie das von uns wollen. Was sagt die Zeitung? Angst in Liberia. 12 aufgespießt. Wütender Bulle tötete gestern 5 Männer und 7 Frauen. Das vormals als sanft bekannte Tier wurde von einem vorbeikommenden Schornsteinfeger enthauptet. Ja, toll. Sehr schön. Gut. Und Frankreich dehnt sich in Basoko aus. Wo sind denn die Franzosen jetzt? Wo ist Basoko? Schauen wir uns das einmal an. Damit wir wissen, wo hier die Initiativen laufen. Aha, hier in Zentralafrika. Gut. Oder besser gesagt, nicht gut. So, weiter geht's. Was haben wir hier für Dinge? Spanien zieht Militärzugang zurück. Frankreich, Sokoto. Okay, Großbritannien, Frankreich ärgern sich. Der alte Mann aus dem Meer, das kennen wir schon. Gucken wir mal das zu Ende hier. Frankreich hat einen Krieg, den wir nicht erkannt haben. Ach, deswegen die Russen? Was ist denn das für ein... Ach, das ist Sokoto. Ah, alles klar. Das ist ein französischer Krieg. So. Wir werden wie immer die Unterschichten füttern. Schauen wir nochmal ganz kurz, wo denn dieser französische Krieg tobt. Hier. Alles klar. Und da sollen die Russen helfen. Und deshalb wollen sie durch unser Land marschieren. Natürlich erlauben wir das nicht. Ganz klar. So, Militärzugang von der Schweiz. Das werden wir, glaube ich, jetzt mal aus taktischen Gründen, aus diplomatischen Gründen akzeptieren, weil wir wollen ja noch was von der Schweiz. Verbessern wir gleich mal noch die Beziehung. Und wir sind da bei 42 Einfluss. Mal gucken, ob da was zu holen ist. So, Oktober 79 haben wir es schon. Demnächst erreichen wir den Moment, auf den ich jetzt so ein bisschen warte. Nämlich, was haben wir hier schon wieder? Rebellen in den Niederlanden. Aber da kommen sie Gott sei Dank selber klar. Ja, wir erreichen den Moment, auf den ich ein bisschen warte, denn dann ist in am Suezkanal der Marinestützpunkt fertig. Aber vorher haben wir noch Schnellboote entdeckt. Dies bedeutet den Bau von leichten Schiffen mit überlegener Geschwindigkeit. Wieder Flottengeschwindigkeit erhöht sich. Wir gucken noch einmal nach. 27. Juni. Dann ist es soweit. Und die analytische Philosophie ist erforscht worden, sodass wir weitermachen können, weiter würfeln können. Und mal sehen, was die Forscher so ausbrüten. Und diesmal, auch wenn die Chancen echt minimiert sind, ist es Handel geworden. Interessant. Die beiden, die am wenigsten Wahrscheinlichkeiten haben, werden gewürfelt. Wir werden Marktvorschriften machen. Das bringt uns diplomatischen Einfluss plus 20%. Das ist genau das, was wir jetzt auch brauchen können, mit Blick auf die Schweiz. Also ich glaube, das Schicksal weiß immer ganz genau, was wir in dem Moment so brauchen. Holland hat Oman den Krieg erklärt. Okay. Gucken wir uns das mal an. Konzessionskrieg. Was ist dann eigentlich ihr Ziel? Sie wollen Omanisch-Somaliland. Wo auch immer das jetzt wieder ist, bin ich mir nicht ganz klar. Hier ist Holländisch-Somaliland. Ach,
Hier unten vielleicht. Genau. Es geht um Mogadischu. Alles klar. Ja, das ist natürlich nachvollziehbar, dass sie das haben wollen. Und den Omanis, glaube ich, sagt man so, wegnehmen möchte. Wegnehmen möchten. So. Oberhaus verändert sich, aber das kennen wir schon. Aber was habe ich hier? Meinungssteigerung in der Schweiz ist möglich. Und ich denke, das machen wir auch. Dann sollten wir auch mal zur Schweiz gehen. Wo ist sie? Hier. So, gucken wir uns das mal genauer an. In der Sphäre und Großbritannien hat herzlich. Wir werden erstmal die Meinung steigern. Dann sind wir, dürften wir jetzt auch bei herzlich sein. Genau. Und ich glaube, jetzt legen wir mal direkt einen Zahn zu. Gucken aber gleich mal, wo wir dabei sind. Was hier los ist in Österreich-Ungarn. Aber das sieht ganz gut aus eigentlich. Derzeit zumindest keine Gefahr, so wie ich das sehe. So, welche Rebellenfraktion? Ach hier, die Jakobiner werden wieder etwas größer. Auch hier werden wir die Armen vor Ort füttern. Aber kein Vergleich und Gott sei Dank die Gefahr von unserer Armee haben wir abwenden können. Logischer Positivismus. Logische Positivisten bestritten die Stichhaltigkeit von Metaphysik und traditioneller Philosophie. Sie behaupteten, dass viele philosophische Probleme tatsächlich bedeutungslos seien und beschäftigen sich hauptsächlich mit der logischen Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisse. Da sie aber keine stimmige Wissensbasis festigen konnten, wird der logische Positivismus heute als philosophische Sackgasse angesehen. Einen relativen Prestigegewinn bringt uns diese Sache. Aber ich schaue doch ein bisschen mit Besorgnis auf unsere Bilanz. Die ist doch sehr unsolide. Irgendwie, ich weiß nicht, warum unsere Wirtschaft derzeit schwächelt. Sollen wir eine Weltausstellung abhalten? Eine Delegation, die führende Interessen des Handels und der Manufakturindustrie repräsentiert, hat vorgeschlagen, eine Weltausstellung in unserer Hauptstadt abzuhalten. Ein solches Vorhaben wäre eine exzellente Gelegenheit, dem Rest der Welt unsere wirtschaftlichen Fähigkeiten und technologische Expertise vorzustellen und könnte unseren Exporten sehr unter die Arme greifen, indem es unsere Güter auf der Weltbühne bekannt macht. Sollten wir diese Idee unterstützen? Es kostet uns 1000. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das ist doch genau das, was ich gerade bemängelt habe, gesagt habe, dass wir das brauchen. Aber ich denke mal, wir werden noch das Jahr 1880 verstreichen lassen und dann werden wir mal unseren Haushalt anpassen müssen, weil so geht's nicht. Sollen wir eine regionale Handelsausstellung abhalten? Ja, natürlich. Machen wir jetzt alles. Vielleicht gibt das unserer Wirtschaft ein bisschen Aufschwung. So. Weltgeltung von Sokoto reduzieren. Na, das ist ein merkwürdiger Krieg. Und die Weltausstellung wird eröffnet. Die Welt ist zu Gast in unserer Hauptstadt, um diese Weltausstellung zu feiern. Mit Pavillons aus anderen Ländern und verschiedenerlei Gebäuden, die den Besuchern unsere wirtschaftliche und kulturelle Stärke zeigen. Ein großartiges Spektakel, was uns dann direkt nochmal 23 Prestige bringt. Sehr schön. Und damit bauen wir unseren Vorsprung im Bereich Prestige weiter aus, wie es mir scheint. Oh ja, 965 zu 688. Heftig. Und wir entdeckten den Goldstandard. Das bedeutete, dass ein Währungssystem auf Gold basierte. Geld war für die Regierung eher teuer herzustellen, was manchmal zu geringen Geldvorräten führen konnte. Gut waren jedoch die relative Beständigkeit des Goldpreises und das allgemeine Vertrauen in Gold, was die Währung stabilisierte. Das erhöht die Steuereffizienz und erhöht vielleicht auch unsere Einnahmen tatsächlich. Jetzt wird die regionale Handelsausstellung auch noch eröffnet und bringt ebenfalls nochmal Prestige, etwas Prestige. Sehr schön. Okay, es gibt hier einen Konflikt. Das ist immer ein interessanter Punkt in Wielkopolskie. So, das ist spannend. Das russische Zarenreich ist involviert und die Briten unterstützen die polnische Unabhängigkeit, wenn ich das recht sehe. Konflikt um die Befreiung von Polen.
Ach du Schreck, das ist ja jetzt ein wirkliches Dilemma. Einerseits haben wir, sag ich mal, ist es in unserem Interesse, wenn das russische Zarenreich geschwächt wird, aber es ist überhaupt nicht in unserem Interesse, wenn ein polnischer Nationalstaat entsteht. Das birgt ja dann wieder Konfliktpotenzial ohne Ende für unsere polnische Minderheit, die wir sowieso hier unter unserer Knute haben. Das ist ja eine schwierige Frage. Also mit dieser schwierigen Frage beenden wir erstmal diese Folge. Hui. Da muss ich ein bisschen grübeln, was wir am besten tun. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.